Hallo zusammen, ich bin schon eine Weile im Garten und tüftel und mach und war bei der Roten Beete bei. Es ist ein Gartenrundgang Juni bald fällig. Der Mai ist noch nicht so weit weg, aber mit dem Juni wollte ich diesmal nicht so lange warten, sonst ist das recht unaktuell und deswegen diesmal früher. Deswegen leite ich das ein. Im Großen und Ganzen aber Rundumblicke, ohne jetzt ins Detail zu gehen, was sich so an Mai anlehnt. Ihr werdet sehen, was alles so Neues reingekommen ist. Ich gucke gerade nach rechts zu König Kürbis. Und was ich euch noch sagen kann, ich bin jetzt auch bei Instagram. Also wer mich da verfolgen will, auch Projekt Schrebergarten mit einem Strich am Ende, aber sollte am Anfang schon zu finden sein. Mein Gesicht kennt ihr. Ansonsten schreibt in die Kommentare, falls das nicht gleich verständlich zu finden sein sollte. Ja, ich nehme mich einfach mal direkt mit. Zeig mal, was hier alles so sich tut und ja, auf geht's. So, ich bin hier jetzt beim König Kürbis. Vielen Dank an die Inspiration, Steffi. Habe ich gleich mal umgesetzt und ja, letztendlich beschriftet. Ich fand das lustig und ja, wie man sehen kann, ich finde, das passt hier ganz gut hin. Und König Kürbis hat auch noch ein paar Untertanen bekommen, und zwar 5 Zucchinis an der Zahl. Ich habe ein paar Jungpflanzen geschenkt bekommen vom Herbert, einen der Schrebergärtner hier. Er hatte ein paar über, hat mir welche zukommen lassen. Da gibt es auch noch Tomaten, die warten zum Einpflanzen. Alles Bio. Ich bin gespannt, was draus wird. Ob die den Platz annehmen, ob sie sich mit dem Kürbis vertragen, aber ich glaube, Kürbis wird schon regieren und dirigieren und das wird schon laufen. Ich mag diesen Hügel irgendwie total gerne. Und ja, da drüber seht ihr ja den Apfelbaum, wie gerade schon erwähnt. Total schön, trägt überall Äpfel. Oh, die Blaumeise besucht mich gerade. Könnt ihr das sehen? Ah, doch, ich glaube schon. Ah, die hüpft hier von Ast zu Ast. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video sehen könnt. Ich erfreue mich gerade mal dran. Ihr könnt dran teilhaben. Ja, weiter geht's. Das Knoblauchbeet hat auch noch ein paar Pflanzen dazu bekommen. Ihr seht da eine Erdbeerpflanze, noch eine Erdbeerpflanze. Und ich habe gerade vorhin die ganze Zeit rote Beete pikiert. Ob das von der Tageszeit her sinnvoll war oder nicht, wird die Zukunft zeigen. Ich habe einfach mal probiert. Und ich habe so viele Pflanzen, selbst wenn die eingehen, ich bin immer noch super glücklich. Die rote Beete hier lässt die Löffel hängen. Ich habe überall natürlich Wasser rein und habe gemerkt, dass es auch ziemlich schnell geht, dass die das nicht mochten. Aber wer weiß, drüben bei Momo, der Salat, der kam jetzt doch. Und vielleicht klappt das bei mir ja auch mit der rote Beete, mit der roten Beete. Auch hier vorne sind zwei. Auf der linken Seite kann man das von hier sehen. Da, wo die Löffelchen hängen, ich glaube, das müsste sie sein. Durchs Handy schwer zu erkennen, ja doch. Einfach mal gucken und abwarten. Ich experimentiere gerne. Ich habe einfach rote Beetepflanzen in mehreren Beeten verteilt und mal gucken, was sich verträgt und nicht verträgt. Da ziehe ich dann meine Erfahrung raus und ja, schmecken wird alles, wenn es dann wächst. Und der Knoblauch hat Gesellschaft. Hier eindeutig zu erkennen, die rote Beete. Also ihr seht, was noch drin steckt im Boden und was ich pikiert habe bzw. frisch reingesetzt habe. Für die, die jetzt die ganze Zeit noch drin sind und ein bisschen ausgedünnt wurden, ja, die werden schon wachsen. Das sind auch schon fürs erste Jahr dann auch echt genug dafür, dass ich nichts anbauen wollte. Aber die anderen, ehrlich gesagt, ich habe nicht ganz so viel Hoffnung, aber wer weiß, ich habe ganz liebevoll die Blätter ausgebreitet und vielleicht mögen die das ja noch. Dann habe ich den Spinat ausgedünnt, der volle Kanne am Blühen ist. Für mich ist sehr interessant jetzt, ob ich jetzt auf diese Art und Weise Saatgut gewinnen kann. Ich denke mal, das müsste ja hinhauen. Die Frage ist nur, zu welchem Zeitpunkt. Ach, die Bienchen sind hier zugange. Seht ihr das im Salat? Wo ist mein Finger? Wo ist mein Finger? Da irgendwo in der Gegend. Kommt sie auch hoch? Nee, das ist eine andere. Ach, egal. Ja, und dann habe ich dort und dort auch noch rote Beete verteilt. Ich habe so viel da drin gehabt. So viel rote Beete gekommen ist. Ein, zwei kann ich auch noch ausdünnen. Die wollte ich jetzt erstmal drin lassen, weil die kommen dann ja in die Löcher, kann ich ja nicht sagen, aber an die Stellen, wo jetzt die rote Beete, die ich jetzt schon eingepflanzt habe heute, wo die halt nichts geworden ist. Schauen wir einfach mal.
Man sieht, der Kohlrabi wächst und gedeiht. Immer so zum Verhältnis. Riesenblätter. Echt riesig. Ich freue mich megamäßig. Ja, bin gespannt, was da noch so kommt und wie groß das wird. Die Sonnenblumen wachsen und wachsen und wachsen, werden größer und größer. Die haben noch einiges vor sich. ja, und alles, was da so zwischenwächst, ist ja von Schmetterlingssaat bis Unkraut. Was ich ganz neu entdeckt habe, ist die Kamille an verschiedenen Stellen. Hier, hier und natürlich an vielen anderen Stellen auch, selbst auf dem Weg, der hier auch durch den Schrebergartenverein geht, jede Menge Kamille. Ich freue mich sehr darüber, weil für Erkältung, inhalieren, Tee, wie auch immer, ist das natürlich ein sinnvolles Kraut aus dem, kann man Kraut sagen? Ja, ich glaube schon, aus dem Garten. Also mich bereichert es, ich freue mich. Ach so, zur Roten Beete noch. Ich bin ja jetzt den zweiten Tag hier. Diese Folge entsteht nicht an einem Tag. Ich habe gestern noch Besuch gekriegt und dann habe ich abgebrochen. Auch weil ich einen Niesanfall hatte oder beziehungsweise mit der Pollenallergie zu kämpfen hatte. Ich habe mir gestern Tipps dazu von der Laura geholt, von Vegasmus. Ich werde euch das mal verlinken. Ich habe mir erklären lassen, dass es bei der Roten Beete so ist, dass die Löffel hängen lässt, weil es alle Energie und Kraft in die Wurzelbildung und Wurzelausbildung an dem neuen Standort ja, steckt. Und das ist der Grund, warum die Blätter sich hängen lassen. Ich war gestern ein bisschen panisch, habe dann gegossen wie ein Bekloppter und so. Mal gucken, was draus wird. Vielleicht verbrennen die Blätter jetzt noch in der Sonne. Ich befürchte es fast, aber warten wir einfach ab. Vielleicht bilden sie auch neue Blätter und alles wird nachher gut. Ich habe auf jeden Fall eine Warnung von der Laura gekriegt. Vielen Dank an dieser Stelle. Kartoffeln kommen, wie man sieht, die ersten blühen. Und ja, hier vorne ist ja das Biobeet, da hinten hinter ja das Beet von Nele und Sven, die ja die vorgekeimten Kartoffeln gekauft haben. So langsam kommen die auch so in die Höhe. Mal gucken, ob sie die noch einholen. Nein, glaube ich natürlich nicht. Aber ich bin schon gespannt, wie das alles nachher so schmeckt. Ich werde es auch mal ein bisschen geschmacklich miteinander vergleichen für mich selber. Ansonsten muss ja jeder essen und soll das ja jeder essen, wie er möchte, ob er Bio oder nicht. Ich persönlich bevorzuge Bio auf jeden Fall. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich habe auch angehäufelt, wie ihr sehen könnt. Da soll der Ertrag größer werden. Und das wollte ich dann auch definitiv annehmen, diesen Tipp. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann habe ich noch ganz viel schönes Holz gekriegt hier. Ich weiß nicht, ob das nee, Trauerweide nicht, aber irgendeine Weidenart war oder Haselnuss oder so. Ich vergesse es immer wieder. Mir wurde schon gesagt, ich und Namen ist, dass mein Gedächtnis eher so wie ein Sieb. Es ist ein Wunder, dass ich so das eine oder andere an euch immer weitergeben kann. Mein Vater hat sich ganz viel Mühe gegeben, das hier alles in den Garten zu schleppen. Bin ich sehr dankbar. Eine Bank hatte ich auch gekriegt. Leider beim ersten Hinsetzen direkt bis auf den Quäken-Rasenboden. Durchgefallen leider, aber ja. Vielen Dank an meine Eltern hierfür. Auf jeden Fall für mich ein dekoratives Element liegt jetzt erstmal hier. Mal gucken, wo es nachher dann hinkommt. Dazwischen seht ihr natürlich noch, oder generell seht ihr sowieso, ich habe hier im ganzen Garten einmal mit der Sense rumgeschwungen. Normal wollte ich eigentlich möglichst alles so hinkriegen, aber das hat dann doch ein bisschen auch für mich überhand genommen und deswegen habe ich alles mal so gemäht, was störte und auch fürs optische Bild Schrebergartenverein, gewisse Sachen muss man ja schon dann berücksichtigen. Und auf jeden Fall seht ihr Frauenmantel und links sollte ja wahrscheinlich, war das Goldrute oder so, ich habe schon wieder vergessen. Ja, wenn das einer weiß, unten in die Kommentare, mir wurde dazu schon mal ein Kommentar geschrieben. Einmal um das Gedächtnis aufzufrischen. Ansonsten hat sich hier vorne nichts getan. Ja gut, okay. Hier lagere ich ja jetzt mittlerweile Rasenschnitt, alles was ich so zum Mulchen benutze. Und ja, da hab ich was gebaut und wieder rausgerissen, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Aber ja, so ist das. Ausprobieren, wenn es einem nicht gefällt, wie auseinanderrupfen. Also im ersten Moment ein bisschen frustrierend. Natürlich, klar, ich habe da ein paar Stunden Arbeit reingesteckt. Aber am Ende ist es doch bereichernd zu wissen, was man möchte und nicht möchte. Und das wollte ich halt nicht. So, hier vorne findet sich auch Kamille, wächst überall zwischendrin. Falls es was anderes ist, dürft ihr das gerne sagen, aber bisher irgendwie, glaube ich, ganz eindeutig.
Ist einmal hier zu sehen und hier auch am Kommen. Also es findet sich echt wirklich überall. Ich bin nach wie vor happy, wie gerade schon erwähnt. Und lasse das auch stehen und wachsen. Vielleicht lasse ich das auch mal irgendwo anders ein. Vielleicht nicht an dieser Stelle, aber hier für den Moment völlig okay. Wie ihr sehen könnt, die Tomatenpflanzen kommen richtig gut. Sie werden größer und größer. Ich bin echt happy und es duftet so gut. Ja, hier vorne Rucola hat den Platz tatsächlich angenommen. Hier hinter ist Minze, war das, glaube ich. Genau, habe ich von den Nachbarn gekriegt. Nochmal vielen Dank, falls Sie das sehen. An Carsten und Melanie. Ja, ich kann mir den Namen behalten. Irgendwie fällt es mir dann doch leichter bei euch. Und hinten versteckt die Gurke. Eindeutig, hier geht's hoch. Hat ein bisschen mehr Länge und dann habe ich da hochwachsen lassen. Da war vorher. Oh, man sieht das auch nicht. Ich muss mal ein bisschen hochhalten, anders geht das ja nicht. Da. Auf jeden Fall Zwiebeln, alles kommt hier drin. Nichts, was nicht angenommen wurde. Tomatendach hält auch, was es verspricht. Zu viel Wind haben sie auch nicht gekriegt. Bei der Gurke habe ich ein bisschen Sorge. Sie ist so schön geworden, so schön groß. Noch lässt sie die Blätter nicht hängen. Aber gestern beim Anbinden hat es unten einmal Knacks gemacht, ganz unten, direkt ein Stück über der Erde oder vielleicht sogar in der Erde drin, ich konnte es nicht sehen. Und ja, ich habe gegossen, gut zugesprochen, schauen wir einfach mal, was draus wird. Aber ich fand das sehr interessant, wie diese ganzen kleinen, die hier, die haben sich an den Zwiebeln hochgehangelt und festgehalten. Eigentlich hätte ich euch das mal filmen müssen. Super interessant, auch wie fix das geht, wie fix sich das ändert, müssen wir wahrscheinlich mal aufnehmen und gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht komme ich da irgendwann mal zu. Und ja, drückt mir die Daumen, dass das noch was wird. Hier habe ich ja noch die einsame Bio-Zucchini, also was die Zucchini-Kollegen angeht, aber jede Menge Zwiebeln, die kommen und dahinter versteckt, man sieht das nur so ein bisschen. Ach, ich schwenke einfach mal um. Ganz süß und klein, auch von den Nachbarn bekommen, vielen Dank. Die Petersilie habe ich jetzt auf jeden Fall auch im Garten. Das ist natürlich alles Unkraut. Zum Glück noch keine Ackerwinde. Ach, die Zwiebeln hier kommen auch schön. Ja. Bei Zwiebeln habe ich natürlich auch so gar keine Ahnung. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wann das irgendwann soweit sein soll. Ist das ähnlich wie beim Knoblauch, dass das so lange dauert, bis man die ernten kann? Wenn ihr dazu was wisst, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich bin dann sehr dankbar. Da schwimmt der kleine Kollege. Was ist das? Sehr, sehr interessant. Der Kumpel, der hat hier richtig Spaß gerade. Ich weiß gar nicht, wovon der lebt hier drin. Dann brauche ich noch mal eure Hilfe. Was ist hier los im Apfelbaum? Spinnenalarm? Sollte ich das abschneiden? Wenn ihr da Ideen zu habt, dann bitte in die Kommentare. Das war's auch schon mit dem Juni-Rundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ich darf euch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Tschüss, euer Lars.